Hello, how are you? Herr Hoffmann and his school orchestra have been invited to the Youth Festival in Bayreuth. Everywhere in this city, of course, one is reminded of the composer Richard Wagner. Also in the boarding house where Herr Hoffmann and his students are staying, and especially in the house in which they practice for the big concert. So now, look, listen, and you will understand German. On the 17th of September, 1876, the composer Richard Wagner drank a cup of tea in this house. Na, na, geben Sie doch acht. Sie wissen doch, wo wir sind. Ja, ja. Also, wir dürfen hier üben. Bitte nehmen Sie Platz, aber vorsichtig. Ich muss Sie wohl nicht noch einmal aufmerksam machen, wo wir sind. Ja, ja, in Richard Wagners Haus. Richtig. In diesem Haus lebt noch immer der Geist Richard Wagners. The ghost of Richard Wagner still lives in this house. Ja, in diesem Haus lebt noch immer der Geist Richard Wagners. Also, bitte. Einen Moment, bitte. Ich höre die Flöte gar nicht. Sie sind etwas zu ängstlich. Nur Mut? Mit ein bisschen Mut geht es gleich besser. You are a little too scared. Courage. Everything gets better right away with a little bit of courage. Sie sind etwas zu ängstlich. Nur Mut? Mit ein bisschen Mut geht es gleich besser. Was war das? Der Geist Richard Wagners. Ja, vielleicht. Aber nun weiter. Bitte geben Sie Acht. Das Telefon. Hallo? Hallo? Wer ist denn am Apparat? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Keine Antwort. Der Geist Richard Wagners. Schon wieder. In diesem Haus lebt noch immer der Geist Richard Wagners. Also bitte geben Sie Acht. Nochmal die Stelle. Was ist denn das nun wieder? Sehen Sie, der Vorhang. Ja, das ist schon sehr seltsam. Herr Hoffmann, das kann nur ein Geist sein. Der Geist Richard Wagners. Ja, gewiss, der Geist Wagners lebt noch in diesem Haus. Aber es gibt doch keine Gespenster. But there are no such things as ghosts. Es gibt doch keine Gespenster. Aber der Flügel, dann das Telefon und jetzt der Vorhang. Ach. Dafür wird sich eine Erklärung finden. Ach, und plötzlich, peng, der Flügel. Ganz von selbst. Dann klingelt das Telefon. Rrr. Hallo? Keine Antwort. Keine Antwort. Und jetzt?
Der Vorhang geht zu. Der Vorhang geht wieder auf. Ganz von selbst. Das ist schon alles sehr seltsam. Seltsam? Das ist der Geist Richard Wagners. Wieso? Richard Wagner findet keine Ruhe, bis das Haus ein Museum ist. Ein Museum? Ja, gewiss. In diesem Haus lebt noch Richard Wagners Geist. Aber Gespenster gibt es nicht. Glauben Sie mir, solange dieses Haus kein Museum ist, findet Wagner keine Ruhe. The Hoffmann family has arrived. Of course, they have to be present when Father Hoffmann gives his great performance. But where will he find a place for them to stay during the festival? Könnten wir nicht ein paar Tage dort drüben wohnen? Im Wagnerhaus? Wir sind ganz vorsichtig. Solange es noch kein Museum ist, wäre es doch vielleicht möglich. Solange es noch kein Museum ist, findet der Geist Wagners dort keine Ruhe. Das wissen Sie doch. Aber es gibt doch keine Gespenster. Gespenster? Ach nein, vor Gespenstern haben wir keine Angst. Ja, wenn Sie keine Angst haben, bitte. Das sieht ja wirklich aus wie ein Museum. Tja, ja. In diesem Haus lebt noch immer der Geist Richard Wagners. Aha, und hier übt ihr also? Ja, das ist unser Musikzimmer. Die Blumenvase. Ein Gespenst! Aber Anna, Gespenster. Es gibt hier keine Gespenster. Aber die Vase, die Blumenvase. Dafür gibt es sicher eine Erklärung. Hier spricht Richard Wagner. Weiche, Anna, weiche. Gespenster! Gespenster! Was ist denn? Weiche, Anna, weiche. Anna, seien Sie nicht so ängstlich. Es gibt keine Gespenster. Joachim, lass doch den Unsinn. Das war doch Anna. Ja. Sieh mal nach, aber vorsichtig. Leise, leise, vorsichtig. Das war doch in Wagners Haus. Ja, sieh mal nach. Aber vorsichtig. Doch, doch, doch. Ich bin sicher, es war ein Geist. Aber Anna, ich habe Ihnen doch gesagt, es gibt hier keine Gespenster. Seien Sie nicht so ängstlich, Anna. Auch dafür wird sich eine Erklärung finden. Da! Da ist etwas! Das ist das Was? Gespenst! Wo? Wo denn? Wo? Halt! Stehen bleiben! Halt! Bleiben Sie stehen! Geh runter! Geh runter! Nein, ich geh da rein! Ja, geh da rein. Das ist nun unser Gespenst! Anna! Anna, komm, wir haben das Gespenst!
Seien Sie nicht so ängstlich, Anna. Nur Mut. Das ist Ihr Gespenst. Nein, das war es nicht. Was ist denn jetzt? Da ist es! Da ist das Gespenst! So hat es ausgesehen! Das ist Richard Wagner. Das ist doch nur ein Bild von Richard Wagner. Und genau so hat der Geist in meinem Zimmer ausgesehen. Das ist alles sehr seltsam. Auch dafür wird sich eine Erklärung finden lassen. Es hier auch Geister gibt? Jetzt hör auf mit Geistern und Gespenstern. Geben Sie Acht. Verachtet wir die Meister nicht. Das müssen Sie üben. Seien Sie nicht ängstlich, nur Mut. Verachtet mir die Meister nicht. Sehen Sie, mit ein bisschen Mut geht es gleich besser. Verachtet wir die Meister nicht. Sehen Sie, da ist er wieder. Was? Der Geist von heute Nacht. Jetzt hören Sie auf mit Ihren Geistern und Gespenstern. Meister nicht. Das müssen Sie üben. Seien Sie nicht ängstlich. Nur Mut. Verachtet mir die Meister. Sehen Sie, mit ein bisschen Mut geht es gleich besser. Verachtet mir die Meister. Nein, ich gehe nicht ins Bett. Aber Anna. Nein, ich gehe nicht ins Bett. Seien Sie nicht so ängstlich, nur Mut. Und gehen Sie jetzt zu Bett. Das ist zwar alles sehr seltsam, aber heute finden wir sicher die Erklärung. Sie in die Küche, Sie passen hier auf. Ihr passt vor Annas Zimmer auf. Ja. Ihr beide bleibt hier. So. Ich bleibe hier bei Ihnen. Sie bleiben hier. Anna, kommen Sie. Wir haben das Gespenst. Das Gespenst, ja, ja. Das ist nun unser Gespenst. Frau Moore. Guten Tag, Frau Moore. Aber warum machen Sie denn das? Damit dieses Haus ein Museum wird. In diesem Haus soll nur der Geist Wagners leben. Sehen Sie, Anna, man findet für alles eine Erklärung. Na. Is there really an explanation for everything?
Thank you.